Herzlich willkommen zum 11. Kapitel von Tomb Raider 2, hier remastered. Und willkommen im tibetanischen Hochland oder auch Vorgebirge, wie es angeblich ja im Remastered heißen soll, heißt es aber nicht. So, wir haben den ersten Gegner erlegt und versuchen nun, unseren Weg zu finden. Schießen uns hier durch. Bekämpfen unseren zweiten Gegner. Und bekommen zur Belohnung etwas Munition. Aha. Und weil es so schön ist, kommen natürlich nochmal so Dinger. So, kurzer Cut, denn die Stelle ist schwierig und ihr wollt das Ganze nicht tausendmal sehen. So, auch hier bekämpfen wir wieder die tibetanischen Hochgebirgsadler. Oder Hochlandadler. So. Und sehen auch das Ziel, sprich Ende vom letzten Level. Wir stürzen uns in die Tiefe. Und müssen irgendwie jetzt versuchen, darüber zu kommen. Also klettern wir erstmal hoch. Hängen uns dran und können zu dem versteckten Eingang unterhalb gelangen. Auch hier, fiese Stelle. Noch fieser. Schon genial. Gibt es noch so einige Passagen, wo so Eisspitzen von der Decke fallen. Die kann man übrigens auch sehen. Also es lohnt sich durchaus, einen Blick nach oben zu werfen. So, und jetzt, genau da hat man es schon gesehen, den kann man aber gut ausweichen. Und jetzt mit hautfarbenen Thermoleggings ab ins Wasser. So, zum Glück trocknet es auch recht schnell bei den Temperaturen. Gibt es sogar einen Begriff für. So. Da hört man schon die nächsten Gegner. Also diese Vögel mögen offensichtlich keinen Besuch. Wir wechseln die Waffe. Und kommen unserem Ziel näher. So, auch diese beiden Gegner sind schnell erlegt. So, dieses Schloss gilt es zu öffnen. Jetzt könnte man ja meinen, die Jungs haben einen Schlüssel dabei, haben sie nicht. Aha. Denn die haben den Schlüssel in den Tiefen der Höhlen einfach verloren. Wir sammeln noch schnell das Geheimnis ein. Aha. Und da steht es, unser neues Schneemobil. Es gibt hier zwei Modelle in diesem Level. Dieses schnelle rote und ein schwer bepanzertes schwarzes. So,
Die Gegner lassen sich hier ziemlich schnell ausschalten. So. Kurzer Cut, denn auch das ist gar nicht so einfach. Aber diese Schneepassagen machen Spaß. Sind nicht ganz einfach, also schon ein bisschen anspruchsvoll. So, wir looten. Granatwerfermunition nehmen wir gerne. Und klettern nach oben. Und finden unseren ersten Hebel. Öffnen eine Tür und können zurück. So, da sieht man schon die Gegner. Die sind aber schnell umgenietet. Und jetzt geht's durch die eben geöffnete Tür. Auch diese Gegner stellen wirklich kein Problem dar. Mit einer netten Zwischensequenz sind wir auf der anderen Seite. Und auch eine witzige Passage. Geht's zügig durch. Und finden einen neuen Hebel. Da war doch was. Fast das Schneemobil vergessen. So. Da geht's jedenfalls nicht weiter. Wir sammeln noch was. Denn hier liegt ein Schlüssel. Aha. Dieser arme Bub ist hier drin gefangen. Auch hier wieder aufpassen. Und hier ist noch ein Hebel. Damit öffnet sich die Tür. Aha. Noch eine kleine Bonusgranate oder Granatwerfermunition. Und wir klettern wieder nach oben. Und damit haben wir das zweite Geheimnis. Aha. Hey.
Die Leoparden warten schon. Die mögen das auch nicht, dass wir hier so lang laufen. Und so. Das war so der schwerste Part. Jetzt kommt es darauf an, ob man Naturschützer ist oder nicht. Tierlieb oder nicht. So, und jetzt können wir wieder zurück. Und unser Schneemobil holen. So, jetzt haben wir hier eine Eisfläche. Schließen erstmal diese Brücke mit den Zauberjanieren. Und achtet hier mal auf diese Eisfläche. Wenn man genau schaut, kann man vielleicht sogar was erkennen. Aber dazu später mehr. So, Achtung, Steinschlag. So. Oh je, das hört sich übel an. Wir kommen zurück. Und? Oh Mann, alles kaputt. Und siehe da. Liegt doch was. Aha. So, jetzt ist der Gegner da. Der ist ziemlich nervig. Man darf nicht berührt werden von diesen Schneemobilen. Diese Teile können auch schießen. Also bitte nicht davor stellen. Da hat man es kurz gesehen. Die schwarzen Schneemobile können wir auch fahren. Allerdings nutzen die uns hier nicht, die sind zu schwer. Und deswegen nehmen wir unser rotes Mobil. Diesen Sprung schafft man nur mit dem roten. Falls es jemand hingekriegt hat, könnt ihr gerne mal schreiben. Also mit einem Schwarzen zu springen. So, auch das ist eine interessante Falle. Man schafft es nämlich nur über den kleinen Hügel und nicht über den großen. So. Und wir machen uns wieder auf den Weg zurück. Munition lassen wir mal liegen.
Und jetzt können wir das Schloss vom Anfang nun öffnen. Wir waren mal so freundlich und haben den Schlüssel geholt. So, auch jetzt muss man sich auf ein bisschen Ärger gefasst machen. Geht gleich richtig zur Sache. Aha. So. Jetzt lassen wir die Jungs mal raus. Sammel mal ein bisschen ein. Aha. Das sah ganz nach einem Medipack aus. Aha. 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 Noch die letzten Sachen einsammeln. Und dann gibt's schon wieder Ärger. Der Spot hier oben ist eigentlich ganz praktisch, weil der eine Weile braucht, ehe er hier hochfährt. Also von einem bestimmten Winkel kommt er natürlich dann schon hoch. Mist, ist zu weit weg. Okay. Und damit haben wir ein frisches Schneemobil. So, hier kommt man nur weiter, indem man über den Rand fährt. Hab ich auch ewig probiert. Hier lohnt es sich allerdings noch einen kleinen Zwischenstopp einzulegen und das dritte Geheimnis mitzunehmen. Achtung, ganz üble Falle. Und jetzt können wir es nehmen. Hinten ist sonst nichts weiter. Wir können wieder hoch. Wenn wir es schaffen. Jetzt. Damit neigt sich die Zeit hier im Hochland dem Ende entgegen. Wir sind auf der Suche nach dem Kloster, nachdem wir mit dem tibetanischen Mönch auf dem Bohrturm gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Sind wir auf der Suche nach den Geheimnissen dieses Klosters und machen uns jetzt auf den Weg. Vorbei an diverse Gegnern.
Hier müssen wir Platz machen. Auch die Gegner sind schnell erledigt. Da ist noch ein Gegner. So, wir schieben weiter und machen Platz für unser Schneemobil. Und man muss auch das Schneemobil nehmen zum Springen, weil sie andernfalls nicht runterkommt. Also, wenn man einfach springt, landet man immer auf den Eisflächen. Und so kann man es schaffen. Und damit sind es nur noch ein paar Sprünge und ein paar Schritte. Bis ans Ziel. Also, viel Spaß! Wie schnell schafft ihr das Ganze? Bis zum nächsten Mal. Ciao.